Mic Drop. Pöbeln ohne Publikum mit Torben und Arvid auf Boom FM. Da beißt der Torben genüsslich in einen Apfel, als ob Dr. Best im Haus wäre. Weiße, gezunde Zähne. Gezunde Zähne. Nur mit Cookie Dent. Willkommen bei Mic Drop. Mein Name ist Arvid Liedtke. Und ich bin Torben Lehning. Torben Lehning. Es ist Folge 25 am 18.08.2017. Willkommen. Willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr hierher gekommen seid, um unserem Jubiläum beizuwohnen. Also ich meine, wir sind ja jetzt tatsächlich... Folge 25, es ist Folge silberne 25, Hochzeit. Silberne Hochzeit. Also Pärchen gehen da normalerweise irgendwie miteinander schick essen, laden ihre Familie ein, unternehmen kulturelle Erlebnisse, damit sie der Welt zeigen können, wie wichtig sie sich einander genau, sind. Ja? Liebe vor Leuten hat natürlich nichts zu bedeuten. Auf gar keinen Fall. Das sollte man sich immer daran erinnern. Oder man macht eine Kreuzfahrt oder, so wie wir jetzt, laufen wir jetzt auf YouTube. Ja, man launcht seinen Podcast auf YouTube. Ja. Auf der wohl besten Plattform der Welt. Für Podcasts, ja, natürlich. Und Radiosendungen. Ja. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Und ja, also wir wissen beide noch überhaupt nicht, was da jetzt passieren wird. Wir haben überhaupt gar keine Ahnung, wie sich das Ganze... Also ich meine, das ist ja jetzt wirklich nur unser Gerede. Und jetzt, gerade im Moment, laufen wir quasi schon auf YouTube. Ach, genau, wir sind jetzt schon auf YouTube. Das ist die erste Folge, die auf YouTube laufen wird. Ja, es ist die erste Folge. Und wir haben keine Ahnung, wie sich das Ganze anhören wird, ohne dass wir die hervorragende Musikauswahl von Arvid Liedtke hier präsentieren können. Ja, das ist natürlich fatal, aber dafür hat man dann so die runtergecuttete Version mit, ja... Unser Gelaber am Tipps Stück und quasi. Aber unser Gelaber wir werden natürlich auf den, in den YouTube-Beschreibungen von den Videos dann die Songs verlinken, sodass ihr dann auch zwischendurch nochmal die Songs reinhören könnt. Ja, und genau das machen wir jetzt. Pass auf, wir moderieren jetzt einen Track an und diesen Track könnt ihr, wenn ihr wollt, euch in den Kommentaren darunter anklicken, den Link, und dann könnt ihr den auch hören. Genau, und das ist Rin mit Monica Bellucci, ein neuer Track. Und übrigens, unsere Sendung heißt Trendy. Die Apfelsaftshow. Die Apfelsaftshow. Die Apfelsaftshow. Und warum die so heißt, werdet ihr gleich erfahren. Nach Rinnen mit Monica Bellucci. Noch ein Track, dann geht's weiter. Mic Drop auf Boom FM. Ray Schremmer mit einem unfassbaren Brett. Natürlich produziert wie immer bei den beiden von Mike Will Made It. Der Track heißt das ist schwierig, ein Zungenbrecher, Alter. Perplexing Pegasus. Junge, Junge. Da ist das fliegende Pferd ganz schön perplex, aber ich bin's auch, weil vor allem, du hast gesagt, ja, natürlich produziert, wie immer, von... ich hab noch von Ray Schremmer, habe ich noch nichts Doch, gehört. Hast du. Hab ich? No Flex Zone, No Flex Zone. They okay. know better. Ja, They okay, know doch. Better. Ja. Ja. Und der gute Michael Made It, Atlanta-Produzent seines Zeichens, hat die beiden entdeckt und produziert auch alle deren Tracks. Ah! Ja, ja. Ah. Und das Label von Michael Made It heißt Eardrummers. Und was heißt Eardrummers rückwärts? Ray Schremmer. Ach was. Oh, Illuminaten. Was? Bau, bau, und dann hat es damit angefangen. Gut, das hast du alles herausgefunden. Man muss dazu natürlich sagen, ich weiß das einfach es gab alles. Bisher noch niemanden, der diesen Hit schon hatte im Kopf. Und du hast es jetzt halt einfach entschlüsselt. Aber genau deswegen gibt es uns von nun an auch auf YouTube. Weil solche Entschlüsselungen und weitere freimaurerische Aktivitäten könnt ihr nur hier. Denn Illuminaten-Videos sind ja auch sehr, sehr beliebt auf YouTube. Natürlich. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt in den nächsten in jeder nächsten Mod irgendwie kurz YouTube erwähnen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Allerwichtigste ist halt auch, dass wir nicht nur, also na klar, Hip-Hop ist schon ein großer Bereich von YouTube, ich sag mal so ungefähr, also ich würde jetzt Pi mal Daumen sagen, 65% von YouTube sind Hip-Hop. Okay. Ja. Aber, und Minecraft, und, der Rest, oder und was? Minecraft und dann halt auch noch 30% Verschwörungstheorien. Ja, genau. Und wir müssen halt die Leute von den Verschwörungstheorien auch zu uns kriegen. Deshalb war das mit Ray Schremmer und so, ist nicht schlecht. Ja. Ist nicht schlecht. Gut. Welche Verschwörungstheorien erwarten uns denn heute noch in der ersten Stunde hier bei Mike Drop? Ja, uns erfahren natürlich noch weitere, wir werden noch viele weitere Verschwörungstheorien um die Ohren gehauen bekommen, denn das Sommerloch ist natürlich auch im Hip-Hop-Journalismus existent und hip-hop.de hat da gerade auch ein paar kleine Problemchen. Da gehen wir gleich bei Rap-Gezwitscher drauf ein. Dann werden wir eine kleine Schweigeminute einlegen müssen nachher, denn einer der großen Stars des Rap-Himmels ist quasi vom Himmel gefallen. Oh. Und Schweigeminute werde ich dir nachher noch sagen, an welcher Stelle du die Fresse halten sollst. Haben wir heute endlich mal wieder einen Einspieler der Woche. Geil. Weil das müssen wir jetzt auch, weil wir sind ja jetzt auf YouTube. Ja. Und da müssen wir natürlich auch ein bisschen was von unserem Content in die Mods reinballern und deshalb werden wir euch nachher einen kleinen schönen Einspieler präsentieren. Ich freue mich aber beim Einspieler der Woche immer am meisten auf den Einspieler der Woche. Also auf den Einspieler für den Einspieler der Woche. Ja.
War ein ganz netter Kollege, der das für uns eingesprochen hat. Außerdem, hat er wirklich gut gemacht. Wie versprochen, vorletzte Woche in der letzten Folge hatte ich versprochen, Songs aus Ghana mitzubringen. Natürlich ist an der Stelle mein Laptop gecrashed und ich konnte meine Playlist nicht mitbringen. Dafür habe ich heute 2 Ghana-Tracks dabei, die hören wir demnächst. Und ich würde sagen, bis dahin machen wir einfach nochmal eine Runde weiter mit dem ASAP Mob, oder? Mit dem ASAP Mob und Playboi Carti und Quavo von den Migos mit dem Song RAF aus dem neuen ASAP Mob Album, was demnächst kommt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es kommt demnächst. Wissen die, dass das eine deutsche Terrororganisation war? Bestimmt nicht. Verschwörungstheorien, vielleicht wissen sie es doch. Illuminaten. Freimaurer. Rap-Gezwitscher auf Boom FM. Lalalala, Rap-Gezwitscher. Wir haben eben gerade einen neuen Track von Chill und Abdi gehört, nämlich Rille. Rille. Aus dem bald erscheinenden Album Diaspora. Ja. Ja. Was ist denn nochmal eine Diaspora? Ich hab's gerade vergessen. Ja, Diaspora, das sind Expats. Also das sind quasi das schöne Anglizismus, Expats. Ja, die jüdische Minderheit in Deutschland ist die jüdische Diaspora in Deutschland zum Beispiel. Mhm. Und die deutsche Diaspora in Israel ist die deutsche Minderheit in Israel. Ah ja, zum Beispiel. Verstehe. Ja. Kann man so sagen, glaube ich. Und jetzt, ich meine, jetzt hatten wir gerade diesen tollen Opener. Ja. Rap-Gezwitscher. Jetzt machen wir auch weiter mit Rap-Gezwitscher. Jetzt wird weitergemacht mit Rap-Gezwitscher und ich habe leider noch so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt, wo wir ja auf YouTube sind, dass wir jetzt halt auch nochmal so ein bisschen unsere einzelnen Rubriken erklären sollten. Ne? Ja. Weil viele Leute wissen ja gar nicht, was jetzt kommt. Also möchtest du den einfach mal kurz mit Rap-Gezwitscher? Was? Hier ist euer Format auf YouTube, Rap-Gezwitscher. bei Rap-Gezwitscher hört sich natürlich erstmal so nach Twitter an, dass wir Twitter, Deutschraps Twitter quasi durchforsten, aber das ist, es beschränkt sich nicht nur auf Twitter. Also wir besprechen bei Rap-Gezwitscher so alle möglichen Kuriositäten, die sich in den letzten paar Wochen im Deutschrap ereignet haben. Ja, vor allem die sich so im Netz angesammelt haben, ne? Das, was von den üblichen Rap-Plattformen runterfällt und dann suchen wir uns ein bisschen was aus und reden darüber. Diese Woche, das Sommerloch hat zugeschlagen. Hip-Hop.de postet einen Artikel, in dem steht, Hafti kandidiert für das Oberbürgermeisteramt in Offenbach. Und jetzt freuen sich natürlich direkt schon sehr viele Leute und denken, ja okay, endlich gibt es jemanden, dem wir vertrauen können. Und endlich gibt es jemanden, den wir wählen wollen. Aber das stimmt alles natürlich gar nicht. Nee. Ist natürlich mal wieder nicht wahr. Letzten Endes geht es dann nur um eine Partei, die sich gegründet hat. Und die heißt Forum Neues Offenbach und Muhsin Senul. Ist Bürgermeisterkandidat für dieses Forum und die wollen sich für mehr demokratische Beteiligung Die haben ein Wahlplakat in Offenbach überall hängen. Und das sieht sehr nach dem Russisch Roulette-Album-Cover aus. Genau das. Also gleiche Schriftart, ähnliches Foto. Auch schwarz-weiß. Ja. Nur dass die goldene Patrone ausgetauscht wurde gegen einen goldenen Schlüssel zu der Stadt. Und genial. Natürlich, Alter. Der Schlüssel zu der Stadt hat auch wieder so ein richtig kluges PR-Sammelsurium von Agenturensöhnen zusammengesessen. Aus Frankfurt, die Hochburg der Medienagentur. Und haben sich gedacht, so Mensch, Leute, den ballern wir jetzt aber mal das Wahlplakat schlechthin um die Ohren. Und drunter steht natürlich, wählt den Babbo. Und Hafti hat sich dazu Wählt den Babbo. Wählt Alter. Den Babbo, ja. Und Hafti hat sich jetzt in einem Tweet dazu geäußert, deshalb heute tatsächlich mal wieder bei Rap-Gezwitscher, es geht um Tweets. Ja, endlich mal wieder Twitter. Und was hat er gepostet, unser lieber Hafti? Er hat geschrieben, Offenbach mit 5 Ausrufezeichen und dann, Herr Senol, ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrer Kandidatur als Bürgermeister. Und dann, doch nächstes Mal kandidiere ich auch für Offenbach und da wird Glück nicht reichen, um gegen mich zu gewinnen. Hashtag Fragezeichen, irgendein chinesisches Zeichen und dann Hafti vor Präsident. Und das kaufe ich Hafti auf jeden Fall gut und gerne ab, denn wenn Hafti als Bürgermeister kandidieren würde, dann stelle ich mir das ungefähr so vor wie eine Hafti-Autogrammstunde bei Mediamarkt. Doch, ja, ne? Auf jeden Fall. Also Autogrammstunde ist dann in dem Fall seine jungen Wähler, die halt über alle ihr Kreuz Leute, machen. Alle Leute, die noch nicht wählen gehen dürfen, würden ihn wählen. Ja. Aber ich weiß gar nicht, darf man den Bürgermeister schon ab 16 wählen? Nee, das ist nur eine Kommunalwahl, oder? Glaube ich nicht, ja. Kommunalwahl, genau. Naja. Nicht das Oberhaupt, aber Kommunalwahl. Ja, doch. Ja, hast du recht. Gut, dass wir uns so gut auskennen. Dafür sind wir da. Wir machen weiter mit Action Bronson und The Chairs Man Intent. Ein neuer Track von Action Bronson. Der echt gut ist. Richtig geil. Ist auch der einzige Boomback-Track heute in der Liste. Was mein Herz auch ein bisschen zum... Ist eine Konzeptsendung.
Das Konzept der Party gleich. Zwei Männer, ein Mike und kein Benehmen. Mic Drop auf Boom FM. Techno wird mit K geschrieben, meine lieben Freunde. Und Techno funktioniert in Ghana auf jeden Fall noch ganz anders als in Berlin. Das war der gute Techno aus Ghana, ein ghanaischer Artist mit dem Track, mit dem Song Java. Und jetzt sind wir endlich da angekommen, wo ich eigentlich vor zwei Wochen schon sein wollte, nämlich ich habe zwei Tracks aus Ghana mitgebracht, als ich jetzt vor kurzem da war. Letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche konnte ich es nicht mitbringen. Jetzt sind sie hier, das war Techno und Yawa, good day. Ja, wir sind wie bei Mic Drop. Wir sind ja nicht umsonst euer internationales Fenster in die internationale Rap-Szene. Ja, und diese Sendung ist ultra international. Diese Sendung ist ultra international, vor allem seitdem wir auf YouTube laufen. Ja, genau. diese Sendung ist wirklich ultra, ultra international. Und das Wichtigste an der ganzen Sache ist, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, dass wir den Arvid auch einfach mal nach Ghana geschickt haben, damit er da mal mit ein paar Tracks zurückkommt. Einfach nur, damit ich so ein bisschen die Musikszene in Ghana studieren kann. Genau das. Der Kulturwissenschaftler Arvid Liedtke saß auf dem Stein, auf dem Fels der Erkenntnis und sah runter auf das Land und sah, dass es gut war. Ich habe anthropologische Pamphlete geschrieben, links und rechts. Ey. Ohne Ende. Und kehrt jetzt wieder zurück, um euch an seinem Wisdom teilhaben zu lassen. Und ich, was kannst du uns über die Tracks erzählen, die du mitgebracht hast? Also letztendlich habe ich diese Songs ausgewählt, weil ich die wirklich überall da gehört habe. Also vor allem der Track, der gleich kommt, das war ein Riesenhit, als ich da war. Techno mit Java war auch ein Riesenhit, aber Java ist noch so ein bisschen mehr, halt ist ja so ein bisschen melancholische Autotune-Gedudel halt, ne? Und das, vor allem dieses Java Good Day heißt halt irgendwie von wegen so, also der Song geht ja Baby If You Leave Me, Java Good Day. Und das hört sich erstmal an wie Have a Good Day, so, ne? Aber es heißt letztendlich, dann werde ich schlechte Zeiten haben oder irgendwie sowas. Okay. Ja, und also man konnte diesen beiden Tracks nicht entkommen. Ich hatte teilweise Momente, wo ich in einem klapprigen Opel-Taxi saß, wo ich für 2 Euro irgendwie 10 Kilometer gefahren bin. Da lief der Song oder beide hintereinander. Dann bin ich ausgestiegen, bin so an so Straßencafés beziehungsweise so Hütten vorbeigegangen, da liefen die Songs. Dann bin ich in eine Mall reingegangen, da liefen die Songs. Dann bin ich wieder rausgegangen. Ja, ich wollte gerade fragen, ist das eigentlich so ein Ding, hören die Leute die Tracks da über Radio oder ist das so ein bisschen so wie hier, so dass man halt einfach mit einer Audiobox irgendwo einfach nur am Cornern ist und also das spucke so, wie man das mittlerweile Action. Im Berliner Stadtbild sieht, Kids mit Umhängeboxen, die so groß sind wie irgendwie Rucksäcke. Die damit auch einfach in die U-Bahn reinlaufen und in die Schule. Und das ist letztendlich natürlich, im Westen haben wir alle Geld. Ja. Oder denken wir jedenfalls. Ja. Und in Afrika hat keiner Geld. Und deswegen, da hört man das schon. Denken wir uns das. Ja, genau. Da hört man die Songs einfach im Radio. Es war wirklich schön da. Also vor allem so musikalisch, so, die haben halt Hip-Life. Das sind die Songs quasi. Das ist so ein bisschen wie Dancehall. Finde ich. Dann gibt es noch Highlife und das ist eher so Conscious Rap und so Roots Reggae so ein bisschen. Und da gehen wir jetzt so ein bisschen hin in die Richtung. Nee, es ist immer noch Hip-Life, was jetzt kommt. Immer noch Hip-Life, wir bleiben bei Hip-Life. Meine Damen und Herren, wir bleiben bei Hip-Life, wie bei Mike Job, bei Boom FM aus Ghana. Straight Outta Accra, hier ist Shatta Wale mit Taking Over. Und Featuring, einer der Features heißt Joint77, finde ich. Ja, Joint77. Richtig geil. Und Adisel von Kaptan sind auch dabei. Check den aus, bitte. Micro. Pöbeln ohne Publikum. Mit Torben und Arvid auf Boom FM. Nie von dir gehört. Das waren Caramello und Haiti. Eingriff in die Kasse. Hier bei Mic Drop immer noch mit Torben und Arvid. Und jetzt geht's weiter hier. Mit einer wunderbaren Rubrik. Ja. Und die stellen wir euch natürlich auch vor, weil ihr neuen YouTube-HörerInnen, Sternchen, wisst natürlich auch noch nicht, was wir hier eigentlich alles für Rubriken im Petto haben. Genau. Und wir haben in unserer Show ja immer wieder so kleine Einspieler und diese Einspieler sind dann meistens irgendwelche leicht humorösen Zitate von deutschen Rap-Künstlern. Leicht humorös, aber ganz leicht ganz humorös, sanft. Ganz seicht. Ganz leicht ganz bekömmlich. Ja. Ja, leicht bekömmliche Witze, die wir euch präsentieren. Und immer dann, wenn uns ein neuer, leicht bekömmlicher Witz im Internet über den Weg gelaufen ist, dann verpacken wir den und dann ist das unser Einspieler der Woche. Und diese Woche, meine Damen und Herren, geht's um Fitnessstudios. Und hier ist mein Lieblingseinspieler. Der Einspieler der Woche.
immer schön, euch selber bemerkbar machen im Gym. Auch wenn jetzt keiner da ist, stellt euch vor, das Gym wäre voll. Ihr wollt immer schön Aufmerksamkeit erregen, dass die Leute euch sehen, also müsst ihr so machen. Und dann Regel 2. Gewicht schön fallen lassen. Micro. Pöbeln ohne Publikum mit Torben und Arvid auf Boom FM. Ja! Gewicht schön fallen lassen. Man weiß ja! Jetzt nicht so, Torben macht sich schon Curlings mit dem Hocker. Oh, ein Husten habe ich auch. Man weiß jetzt nicht so ganz genau, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie gerade eingeschaltet hat, weiß man nicht so ganz genau, ob der Kollege im Dojo oder auf dem Klo war, da so rumschreit. Dojo oder Klojo. Dojo oder Klojo, da rumschreit und die Gewichte fallen lässt auf dem Klojo. Das kann natürlich sein, kann natürlich sein. Aber der hat sich ja auch einen Reibach gemacht mit seiner Boss-Transformations-Sache da. Ja, Wahnsinn. Ein Kumpel von mir hat sich das tatsächlich mal gekauft für 200 Tacken. Und ich habe mir dann mal so die Wie viele Tipps, DVDs sind das? Ich weiß es nicht. Also es waren so digitale Downloads. Dann. Okay, aber okay. Ach, 200 Euro für einen digitalen Download, ja. Noch nicht mal irgendwie mit Ausklappposter von Kollegen, damit nicht, man nee. Sich immer angucken kann, dass man... Ey, das ist ja. Naja, und ich habe dann mir so die Tipps und die Videos angeguckt und dachte mir so, Alter, dafür hast du jetzt 200 Euro geblecht. So, das hättest du dir auch auf allen möglichen Fitnessseiten umsonst reinziehen können. Aber wie ist denn bei dir? Hast du mal so Fitness gemacht? Ja, also meine Fitnessaktionen erstrecken sich vor allem aber auf... Aber kam das aus einem Hip-Hop-Kontext, oder? Nee, definitiv okay. Kam es nicht aus dem Hip-Hop-Kontext. Weil das gehört ja, also Fitness gehört ja mittlerweile, ist ja so quasi das fünfte stimmt. Element stimmt. Neben Graffiti-Breakdance. Ja, aber eigentlich gibt es auch mittlerweile eigentlich nur noch Fitness-Rap. Das ist ja auch so das Ding. Also Das eigentlich die ganze Zeit, also so das finde ich ist wirklich so der aller langweiligste Rap, wenn es wirklich nur darum geht, dass man irgendwie mehr stemmt als die anderen und so. Das ist so... Das ist auch einfach nicht geil. Oh, da fällt mir ein, ich wollte schon immer, seit wir diese Sendung haben, wollte ich schon immer nämlich den Track Gewicht von Voodoo spielen. Und ich vergesse es immer wieder. So, ich schreibe es mir jetzt auf. Nächste Woche. Also in 2 Wochen kommt auf jeden Fall dieser Track von Voodoo. Ja, bitte. Das ist der beste Pumper-Track. Wird's geben. Und jeder, der Arvid Lannister kennt, weiß, dass ein Lannister sich an seine, wie sagen die das? Always pays his debts. Ja. Bezahlt immer seine Schulden. Ja. Und genauso wie er uns diese Woche 2 Ghana-Tracks mitgebracht hat, gibt es dann nächste Woche ein paar Gewichte mit Voodoo. Richtig. Richtig, kann man machen. Jetzt kommt OG Kimo mit FDHZ und ich würde jetzt die Theorie, also ich würde sehr, sehr gerne die Theorie aufstellen, dass es For the House heißt. For the House. Könnte gut sein, also ich habe den Track jetzt von OG Kimo, hatte ich schon vor 2 Wochen eigentlich vorbereitet, dann ist ja meine Playlist abhanden gekommen, deswegen habe ich jetzt nicht nochmal reingeguckt, was das letztendlich heißt, aber guter Mann, hat bisher noch zu wenig gemacht, finde ich, da kann noch mehr kommen, liebend gerne und solange wir nicht wissen, was es heißt, behalten wir erstmal deine Theorie dabei und sagen jetzt, hier kommt OG Kimo mit For the House. Hier ist die bestvorbereitete Sendung im deutschen Internet, Mic Drop mit Arvid Liedtke und Torben Lehning. Mic Drop auf Boom FM. Das war Sie am. Ja, das war Boke Sam aus Holland mit das war Jeich. Und hier sind eure Jungs vom Deich. Jungs vom Deich. Ja, mit den holländischen Tracks. Warum wir die ganze Zeit spielen? Das war jetzt der erste holländische Track, den wir gespielt haben. Aber echt, den allerersten? Ja. Ich habe gedacht, der ganz oben war auch schon einer. Nee. Aber es wird hier gleich noch richtig holländisch. Gleich werden hier die Erdamer reingeholt. Gleich wird hier der Vla ausgepackt, der Käse. Gleich drehen sich hier die Windmühlen. Im Käse. Gleich ziehen wir unsere Holzhausschuhe keine Ahnung. Genau, dazu kommen wir gleich. Jetzt wird es aber erstmal traurig, Torben. Warum? Jetzt müssen wir erstmal ernstere Töne ansprechen, denn der liebe Drake. Was passiert? Letzte Woche haben wir noch über peinliche Elterngeschichten von Drake gehört, dass sein Vater jetzt auch Musik macht, beziehungsweise wieder Musik macht. Mhm. Und der gute Drake ist seit 2009, war er in den Charts, jetzt 2017, im August zum ersten Mal seitdem nicht mehr in den Charts. Das tut nur noch weh, wirklich ganz ehrlich. Also da fehlen mir auch, muss ich ehrlich sagen, als einer der unbekanntesten deutschen Hip-Hop-Moderatoren. Und größter Drake-Fan. Da fehlen mir ein bisschen die Worte. Ja. Und liebe Boom FM-Hörerinnen, liebe YouTube-Gemeinde, wir wollen euch gerne dazu aufrufen, jetzt gemeinsam mit uns zu trauern. In einer Schweigeminute für einen der größten Kanadier, die jemals auf diesem Planeten gewandelt sind.
So groß wie Wayne Gretzky, einer der besten Hockeyspieler aller Zeiten. Ja, bitte legen Sie Ihre Smartphones auf den Tisch, falten Sie die Hände und denken Sie inständig an Drake. Denn Drake ist nicht mehr in den Top 100. Was war das? Ja, das war Kaboom. So, das war unsere Trauerminute. Eine ganze Trauerminute natürlich. Zu Drake. Drake ist nicht mehr in den Top 100. Das muss man sich aber auch mal reinziehen, ne? Ja. Der war seit 2009 in den Top 100. Ja. Das ist ein Gleichzeichen dazwischen und dann Asche. Ich, ja. Bessere Analysierung. Gibt's nur von Arvid. Also ich glaube, der nächste Rekord, der auf jeden Fall sehr, sehr bald aufgestellt werden wird, ist von Jizzes. Und zwar, dass er sich mit 5 Alben gleichzeitig in den Top 100 befindet. Stimmt. Also der ballert ja jetzt so viele Alben hintereinander am Stück raus. Also er hat jetzt seit 2012 jedes Jahr ein Album rausgebracht, ne? Oder ein Mixtape oder irgendwas. Ja. Und jetzt kommt noch was Verschwörungstheoretisches. Ja. Ein Teasing auf eine Verschwörungstheorie, die in der zweiten Stunde folgen wird. Okay. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass der 187er Jizzes bald auf einer der größten deutschen Hip-Hop-Platten überhaupt zu hören sein wird, aber es weiß noch niemand. Sag ich nur an dieser Stelle. Wir machen jetzt weiter mit The Cool Kids und Check Out. The Cool Kids are back, Alter. Cool Kids wieder vereint, wieder vereint. Check it out. Bitte, Check da ist es. Check out. Micro. Pöbeln ohne Publikum mit Torben und Arvid auf Boom FM. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befinden uns in der zweiten Stunde. Mic Drop auf Boom FM. Zusammengeschnitten wird sich das Ganze auf YouTube sehr wahrscheinlich anders anhören, aber das macht uns überhaupt gar nichts und wir sind einfach nur gespannt, welches Endprodukt da am Ende über die Äther laufen wird. Mir gegenüber sitzt der wunderschöne und extrem intelligente Musikwissenschaftler Arvid Littke. Und mir gegenüber sitzt immer noch Torben Lehning hier bei Mic Drop am 18.08. in der Folge 25 namens Trendy, die Apple-Sub-Show. Ist ja auch wirklich sehr, sehr nett von dir, dass du, weißt du, ich gebe dir ja irgendwelche dahingeleierten Attribute und du gibst mir und da drüben sitzt Torben Lehning. Ich gebe dir gar nichts. Du gibst mir wieder überhaupt nichts. Aber es ist wie immer, meine Damen und Herren. Ich habe nichts gegessen heute. Er hat noch nichts gegessen. Immer ist irgendwas. Letzte Folge war mein Laptop kaputt, jetzt habe ich nichts gegessen. Ja, immer ist was. Immer ist was. Warum heißt diese Sendung eigentlich so, wie sie heißt? Sie heißt so, weil ich in Holland war. Ist er in Ghana, dann ist er in Holland. Ja, ich bin viel unterwegs. Dieser Tage. ich war jetzt am Wochenende beim Apple-Sub-Festival in Amsterdam. Darüber werden wir noch mehr quatschen. Worüber wir auch noch quatschen werden in der zweiten Stunde sind Tracks aus Holland, habe ich mitgebracht, ganz viele. Das ist wunderbar. Worüber werden wir noch sprechen, Torben? Wir werden auf jeden Fall noch darüber sprechen, dass das größte Album der Weltgeschichte, so wie es auf jeden Fall angekündigt wird von Sido und Savage, jetzt wurde die Tracklist veröffentlicht und die Tracklist lässt sehr tief blicken und deshalb werden wir auch über diese Tracklist reden. Geil. Des Weiteren werden wir mit euch noch über einen netten jungen Herrn reden, der ganz gerne Deutschrap-Videos parodiert und das und mehr gibt's in der folgenden Stunde. Schön, dass ihr immer noch dabei seid und jetzt spielen wir euch ein bisschen Kalim Palim. Kalim Palim. Neuer Track von Kalim, Treso. Ich weiß nicht so richtig, was das heißen soll, aber gefeatured von Luciano. Hier ist er, Kalim. Mic Drop auf Boom FM. Ja, lieber Arvid, könntest du vielleicht nochmal das wiederholen, was du gerade gesagt hattest, weil es klang so schön und ich hätte ganz gern, dass dieser Satz im Internet existiert. Okay, ich sagte, angelehnt an den Psalm 23, der Torben ist mein Hirte, denn er leitet mich an... Nicht durch das finstere Tal, sondern auf die schönen Mods. Wusstest du tatsächlich, dass es Psalm 23 ist? Ja klar, das war mein Konfirmationsspruch. Ja, jetzt werden wir auch noch religiös. Die christlichste Hip-Hop-Sendung der deutschen Radiogeschichte. Krass, ne? Mic Drop auf Boom FM und nicht umsonst sind wir auf unserem sehr hochfrequentierten, krass steil gehenden Social-Media-Kanal diesmal mit einem Bild
aufgetaucht, auf dem Äpfel zu sehen sind. Nein, es gibt einen Grund. In fester und in flüssiger Form. In fester und in flüssiger Form gab es Äpfel zu sehen. Ja. Und Äpfel sollt ihr auch jetzt um die Ohren geschmettert bekommen, denn Arvid, der Kulturwissenschaftler, war natürlich auch in Holland, in den Niederlanden, um sich dort eines der besten Hip-Hop-Festivals überhaupt reinzuziehen. Und, richtig, das kann man so, das kann man so stehen lassen. Und das, es heißt Appelsap. Appelsap Fresh Music Festival. Ja. Und denn, ja, genau, ich, wie ich schon in Ghana in die Musikszene eingetaucht bin als alter Anthropologe, habe ich das auch jetzt schon zum dritten Mal beim Appelsap Fresh Music Festival in Amsterdam gemacht. Genau, ich war jetzt am vergangenen Wochenende war ich da. Zum dritten Mal, die ersten paar Male war ich 2012, 2014 da. Das ist mittlerweile größer geworden, es ist nur ein Tagesfestival, aber es ist halt mitten in Amsterdam. Und wo findet das denn da statt? Es war früher im Osterpark in Amsterdam-Ost. Osten? Genau. Ach, das ist total niederländisch, man ja, weiß man immer, weiß, wovon sie reden. Genau. Kaas ist Käse, wow. Und jetzt sind sie im Flevopark, der auch nicht weit vom Osterpark, von der eigentlichen ersten Location entfernt ist. Und was soll ich sagen, es war wieder wunderschön. Also die letzten paar Male war ich wirklich so baff. Wie, erstens ist es ein Tagesfestival in Amsterdam, das heißt, alle sehen fresh aus. Ne? Das ist ja schon mal richtig krass. Ja. Ja. So, dann hat dieses Festival wirklich ein sehr, sehr gutes Booking. Also ich persönlich, als ich zum ersten Mal da war in 2012, dadurch habe ich dann halt so holländischen Rap überhaupt so kennengelernt. Und ich kenne mittlerweile auch ein paar Leute, Freunde in Holland, und die zeigen mir dann immer wieder, was gerade so abgeht in Holland. Und beim Appelsap kann man das dann halt alles mal live sehen und wie die Leute so darauf abgehen. Des Weiteren haben die aber auch ein gutes internationales Booking. Die haben sich in den letzten paar Jahren dann auch abgesehen, also die hatten zum Beispiel immer so Leute kurz bevor sie richtig durchgebrochen sind, ne? Also die hatten 2010 kurz bevor durchgebrochen. Gar nichts mehr ging. Ja, I break together, Alter. Kurz bevor die überhaupt keinen Bock mehr hatten, sind die dann nochmal da durchgebrochen. Gegangen. Before they broke through. Genau, 2010 oder 2011 hatten die, glaube ich, schon Kendrick. Dann, als ich 2012 da war, hatten die schon Schoolboy Q, Danny Brown, Absol. Okay. Und French Montana, so. Und dieses Jahr war großer Headliner Lil Wayne, und das war eine ganz große Enttäuschung auf jeden Fall. Ja, ja, der hat natürlich dann als Headliner ganz am Ende gespielt. Das Festival geht auch immer nur so bis 10, wegen Anwohnern halt, ne? Von 12 Uhr mittags bis 10. Und ja, alle sind natürlich dann zu Lil Wayne gekommen, und ich hab schon erwartet, dass es enttäuschend wird, ne? Weil ja, so große Ami-Acts, die dann auch noch mit einem scheiß Drummer auf der Bühne sein müssen, was, und sein Mikro war scheiße eingestellt und die Beats wurden von Schlagzeug untermalt. Das ist immer so, ja, da würde man sich eigentlich wünschen, dass sie irgendwie nur von Platte kommen würden, ja, ne? Dass sie einfach, ja, weil, einfach DJ, ja, Punkt. Ja, so, das war's. Und sobald man dann merkt, dass sie einfach nicht wissen, wie weit sie das Mikrofon von sich halten müssen, das, ja, ist dann, das ist so hart enttäuschend, vor, ja, allem bei Hip-Hop, wo es eigentlich nur darauf ankommt, dass es die ganze Zeit eine richtig präsente Stimme ist. Ja. So, wenn da, ja, zum Ende wurde dann sein Mikrofon-Sound auf jeden Fall besser. Ich bin dann auch irgendwann nochmal ein bisschen näher dran gegangen. Ich war mit meinem Bruder da und wir haben uns so zwischendurch überlegt, gehen wir jetzt? Aber ja, wir warten nochmal einen Song ab. Und dann so, dann war der nächste Song tatsächlich ganz gut. Und dann so, aber gehen wir jetzt? Und letztendlich haben wir es fast bis zu Ende geguckt. Es gab noch eine 3D-Illustration hinter ihm von Lil Wayne. Von das ihm war, selbst. Von sich Klasse. Selbst, ja. Super. Wie ist man eigentlich sich selbst? Ganz toll. Ja. Aber ich rate wirklich jedem Hip-Hop-Fan, fahrt bitte mal im August in den nächsten Jahren zum Appelsap nach Amsterdam. Letzte Frage. Wie viel Käseschabletten musstest du hinblättern, um da hin zu dürfen? Wie viel kostet es? Nix. Also ich glaube, es kostet so um die 40, 50 Euro. Und ich war halt als Pressemitarbeiter da. We love being in media business. And here he comes. So kommen die Agenturensöhne auf Festivals. Rotjoch United. Das ist die Hymne des Appelsaps. Hier ist sie. Zwei Männer, ein Mic und kein Benehmen. Mic Drop auf Boom FM. So, la, la. Ja. Ja. Normalerweise. Normalerweise. Würde es ihr jetzt ein Album der Woche geben. Aber das gibt es jetzt gar nicht. Sondern wir haben einfach nur ein sehr krasses Delay. Ja. ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also vor zwei Wochen hatten wir auch kein Album der Woche. Oder hatten wir eins? Eins.
Hatten wir eins? Nein, wir hatten keins. Nee, ne? Auch letzte Woche hatten wir keins. Jetzt, diese Woche haben wir auch kein Album der Woche für euch. Wir haben was anderes vorbereitet. Sommerloch, liebe Freunde. Dann haben wir eben schon über das Apple-Sub-Festival und holländischen Rap gesprochen. Und es ist ja auch mal wichtig, nicht immer nur im eigenen Brei rumzuschwimmen, sondern auch mal andere Teiche auszuchecken als kleine Ente. Mann, ey, wirklich, wie er mit Allegorien um sich schmeißt. Ja, und vor allem, ich habe vor zwei Wochen schon so in die Releases des Augustes, des Monats Augustes reingeguckt. Und ich habe jetzt. Ich kam sau, war enttäuscht. Genau, Augustus. und ich habe jetzt heute auch nochmal reingeguckt, was denn jetzt so in den letzten Wochen veröffentlicht wurde in Deutschland. Und das, da ist es wirklich, also release-technisch ist es wirklich ein Sommerloch, muss Lieber man sagen. Lieber Deutschrap. Gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. In Massiv-Album wollte ich jetzt nicht reviewen, so, ne? Nee, nein. Selbst genau. Massiv wollte das nicht reviewen. Deshalb, wir hatten ihn ja eingeladen, aber er wollte nicht. Nee? Was willst du machen? Oh, so, wir haben ihn gefragt. Aber er ist jetzt auch TV-Star, ne? Bei Vorblocks. Er ist jetzt TV-Star. Ja. Kannst du machen, was du willst. Wir kommen jetzt zu einem Mann, der einen Namen hat, der sehr interessant ist. Und zwar, ich hab seinen Namen gegoogelt und ich habe nichts zu ihm gefunden. Wirklich einfach absolut gar nichts. Also entweder Anbu, das ist eine Stadt in Guangdong. In China. Du hast oder schön Französisch ausgesprochen dafür, dass es bitte China gerne. Guangdong. Guangdong. Quang. Okay, dann eben nicht. Oder Anbu in Iran. Und auch nicht. Ist er beides nicht. Aber er ist ein krasser Schönling. Ich habe mir mal angeguckt. Er sieht wie der gewaschene Lieblingsschwiegersohn aller Mütter, die irgendwie mit Hippies klarkommen müssen. Ich finde, er sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie so ein Waschbär irgendwie. Hat sowas. Weil er im Video wegen rasiert und so. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber vielleicht auch wegen seinen Tränen-Tattoos oder so. Ja. Die Rede ist von Anbu. Letztendlich heißt der Typ nochmal, dessen Track wir gleich spielen werden, nochmal anders. Das heißt irgendwie ja reich oder so. Aber die machen das so ein bisschen wie der ASAP Mob. Also die heißen dann Anbu. Anbu ja reich. Dann gibt es noch andere Crews aus Crewmitglieder in der Gang. Das ist letztendlich die Anbu Gang. Und die waren auch beim Apple Sub Festival jetzt letztes Wochenende. Und die waren so mit die Ersten, die gespielt haben. Und die sind noch sehr jung. Die sind, glaube ich, so 18, 19 oder so. Ach, und dementsprechend sah die Crowd auch aus. Aber die haben, also wie gesagt, ne, ich habe da noch Lil Wayne gesehen, ich habe Young M.A. aus Brooklyn gesehen, die wir auch noch spielen werden. Und die, also diese Crew hat energietechnisch live am meisten abgerissen. Ach krass. Ja. Die haben so krasse Mitmachsachen gemacht für die Kids, so, aber halt alles so mit so einer Trap-Attitüde. Und ich meine, der Typ sieht aus, ne? Der Frontmann, immer oberkörperfrei, lange Dreads, Seiten abrasiert, Goldzähne, also. Da ist er. Er ist eigentlich der geborene Rockstar. Und die Hook finde ich auch ziemlich krass, weil dieses Clod-Up. Ja. Man will es die ganze Zeit aussprechen. Man will es einfach, also ich habe mir den Track angehört und wollte es immer und immer und immer wieder nochmal aussprechen, weil das irgendwie so, es hat einen sehr, 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 sehr guten Klang. Ja, das ist ja so ähnlich wie der Track heißt Glowed Up, den wir jetzt gleich spielen. Die sprechen das nur, also wie die Glow Up, die Narrow Gang so ein bisschen, wie von Moneyboy. Nur die Holländer sprechen das halt Clod Up. Ja. Die machen da so ein Wort raus. Was man auch noch sagen kann zu holländischem Rap als Deutscher, wo man die Texte beim Zuhören jetzt nicht immer so versteht, es klingt viel schöner als deutscher Trap. Wenn du Trap hast, weil die Sprache ist so eine Mischung aus Deutsch-Englisch. Das habe ich auch gedacht. Ich kann denen den Trap abkaufen. Genau, es rollt so ein bisschen besser von der Zunge irgendwie. Absolut. Als so hackiges Deutsch. Absolut. Es klingt halt einfach, als wären sie im Hustensaft geworfen worden, als die Kinder waren. Wenn die Beats schon hackig sind, dann muss die Sprache nicht auch noch hackig sein. Genau das. So. Bitteschön. Glod up. Anbu, glod up. Wir haben ein Pakt mit dem Teufel unterschrieben. Oh la la. Frag mich, wie dein Album ist. So la la. Das Album der Woche. Ja, hallo, hier ist wieder die Album-Review oder Album und ohne Review, aber dafür mit... Ohne Album, ohne Review, aber mit Festival-Reviews, das muss man ja auch machen. Festival-Reviews. Dafür ist der Sommer ja auch da, dass man auf Festivals geht. Und außerdem mit uns. Arvid Liedtke ist mein Name. Mein Name ist Torben Lehning und ich bin der hässlichere von uns beiden, aber habe dafür mehr Ahnung von Musik. Ich laber immer dumme Scheiße, wenn Arvid eigentlich eine Anmoderation machen will. Wir haben eben Anbu gehört, die Anbu Gang. Die sind auf jeden Fall gerade so eine Newcomer in Holland, muss man sagen. Wer jetzt noch kommt, wen wir jetzt spielen werden, ist Kid de Blitz. Und den kannte ich auch überhaupt nicht, bevor ich jetzt am Wochenende in Amsterdam war. Das Einzige, was ich über ihn herausgefunden habe, ist, dass er 150.000 Follower bei YouTube hat. Und gib mal ein paar ab, Alter.
Ganz ehrlich. Genau, gehen wir ein paar ab. Können wir das mal ein paar abgeben. Und, jetzt, und Kitteblitz ist auch einer der wenigen Rapper, die ich jetzt hier so mitgebracht habe, die mal einen Wikipedia-Eintrag haben. Natürlich nur auf Holländisch. Und vor allem hat der Typ, ich lese einfach mal die erste Zeile von Wikipedia. Wir sind eine internationale Sendung, hau raus. Und der Typ hat, also Kitteblitz hat einen unfassbar geilen Namen. Pass auf. Chasbach Julian Fernandez Iglesias Elsof, besser bekannt als Kitteblitz, ist ein Nederlands Rapper aktiv in dem Hip-Hop-Kollektiv Leffensmannen mit unter anderem Ronnie Flex. So, ich kann nämlich Holländisch. Peter bekannt. Ja, mit unter anderem Ronnie Flex. Ja, wer das nicht verstanden hat, Kitteblitz kommt aus dem Dunstkreis von Ronnie Flex. Ronnie Flex ist mittlerweile schon eine echte Größe im holländischen Rap. Und ich kannte den bisher noch nicht. Ich habe dann bei meiner Schlafmöglichkeit in Holland mir so ein paar Songs von Kitteblitz angehört. Hab gesehen, dass auf seinem Safe House Mixtape Cover er auf einem Pferd sitzt. Als ich ihn dann live gesehen habe beim Apple Sub, war ich doch überrascht, denn es ist Trap Sound, den er da macht. Ne? Er kleidet sich aber wirklich wie ein Cowboy. Also da stand er auf der Bühne, ich dachte so, dass sie. Ich war ja mal in Amerika in der 11. Klasse und der sah aus wie mein fucking Gastbruder. Also enge Wrangler-Jeans, dicke Gürtelschnalle, so ein Karo-Hemd reingesteckt und so richtig eklige, fettige Haare und darüber so eine Trucker-Cap. Oh, also richtig abgefahren. Es hört sich aber auch total krass nach so, ja, so Country einfach an. Ne? Ja. Aber geht musikalisch nicht in die Richtung. Nee, also sein Äußerliches passt so gar nicht zu der Musik, aber das ist ja auch mal was Nettes. Hat man das in den Niederlanden ein bisschen mehr so Image-Rapper-mäßig? So? Also ich meine, hier würde mir jetzt irgendwie nur so Battleboy Basti einfallen, so was so auch ja, ich den glaub, Look nee, dann angeht. Also in Holland hat man das eigentlich, also soweit ich das jetzt einschätzen kann, gar nicht so viel. Da ist schon die Trap-Schiene sehr, 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 sehr riesig. Aber das habe ich ja auch schon in früheren Sendungen schon mal gesagt, was mich am deutschen Rap manchmal so ein bisschen stört, ist, dass sie nichts Neues selber erfinden, sondern die orientieren sich dann an Frankreich oder so. Aber Frankreich oder Holland zum Beispiel, die nehmen halt das, was aus Amerika kommt und machen ihr eigenes Ding draus. Ja. Das fehlt uns hier. Vielleicht auch bei den Niederlanden, was ich mir so ein bisschen vorstellen könnte, die haben ja auch eine riesengroße EDM-Schiene. So. Oh ja, ja. Und deshalb, also weil Trap geht ja schon ein bisschen mehr auch in die Richtung. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute, die EDM feiern, hart feiern, dann auch so ein bisschen so in die Trap-Schiene mit reingehen und dass dann da halt auch Produzenten so ein bisschen so das Feature, den dazwischen sich aussuchen, um es den Artists zur Verfügung zu stellen. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns einfach mal an, wie sich dieser Cowboy, dieser Trap-Cowboy anhört, namens Kitteblitz. Hier ist dein Titeltrack aus seinem Mixtape Safe House featuring KDA. Boom! Danke, Arvid, mein Bademeister. Ich war gerade ganz schön ins Schwimmen gekommen. Mic Drop auf Boom FM. Und es geht holländisch weiter, wie wir da gerade gehört haben. Das war Young Nerch. Young Nerch habe ich auch live gesehen, der hat auch richtig abgerissen, der hat auch ein gutes Album jetzt gemacht dieses Jahr, der ist echt, Leute, hört euch mehr holländischen Rap an. Ja, vor allem holländischen Trap. Ich kann hier nicht sitzen als Einziger und hier darüber labern, ne? Nee, also, hört euch das an. Du hast auch komplett recht, also ich meine, mit deiner These, die du vorhin aufgeworfen hast, dass man holländischen Trap die Sache einfach abnehmen kann und dass das halt auch wirklich nach was klingt und vor allem, ich glaube, das ist sowieso auch so ein Ding, beim Deutschrap, also wenn ich mir Deutschrap anhöre, dann will ich halt auch irgendwie Lines hören, die ich gut finde und bei Trap ist das so hart. Ist auch egal. Da ist es egal. Genau. Da kommt es halt einfach nur auf den Syntax an und darauf, dass die Worte sich halt einfach gut anhören und sich gut an den Beat schmiegen können. Das geht mit dem Deutschen nicht. Das kriegt zum Beispiel UFO ganz gut hin. Ja, aber das tatsächlich. War's dann auch. Ja, dann muss man sich nämlich auch eine andere Art zu betonen ausdenken. Ja. So, und wenn das für die nicht Gang, ja. Richtig. Mach alles für die Gang, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, aber Young Hearn kriegt es halt eigentlich auch ganz gut Young hin. Young Hearn. Young Hearn. Young Hearn. Der Hearnsohn. Das stimmt natürlich. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Ja. Womit machen wir denn weiter, Torben? Ja, mit einem Mann, der auch unter anderem dadurch bekannt ist, dass er Wörter anders betonen kann. Oder beziehungsweise in unterschiedliche Aussprachsmomente gliedert. Geil. Also so Lippenlesen quasi. Ja, so Lippenlesen. Also er zeigt, wie man Wörter richtig aussprechen muss. Und sein Name ist Luxan Wunder. Ach, der Alte. Der Alte. Der Alte. Der alte Germanistikprofessor. Auch noch ein sehr, sehr junger Dude. Der ist allerdings, wie kein Zweiter versteht, richtig gut Deutschrap zu verarschen. Ja. Und da muss ich mal sagen,
um Meilen besser als zum Beispiel Jan Böhmermann oder andere Comedians, die sich an Deutschrap austoben wollen. Ja. Aber halt überhaupt, also ich meine, man kann sich von einem 45-Jährigen auch nicht so wirklich erklären lassen, warum Deutschrap jetzt scheiße ist. Ja. So. Und wenn dann jemand von jemandem, der auch augenscheinlich sehr, sehr viel Deutschrap hört und sich deshalb sehr gut darüber lustig machen kann. Ja. Jetzt gerade. Lux hat Wunder. So, jetzt gerade. Man kennt ihn, er ist bekannt wegen seinen Literal-Videos. Als ich das erste Mal gesehen habe, war, glaube ich, Palm aus Plastik, als er da ein Literal-Video dazu gemacht hat. Davor, das wusste ich aber nicht, dass er auch dahinter steckt, hat er diese korrekte Aussprache-Videos gemacht. Mit, richtig. Mit Shopophon, aka Xylophon oder ja, solche Sachen. Richtig, und jetzt hat er sich Nimos Track vorgenommen. Heute mit mir, den hatten wir auch schon mal hier in der Show gespielt. Stimmt. Ja, hatten wir in der Show gespielt, von seinem aktuellen Album Kiki. Ja. Und den hat er jetzt sehr, sehr schön persifliert und bringt da nochmal so ein bisschen zur Geltung, dass in Rap-Videos eigentlich, also diese Schnittfolge und die Bewegungen der Rapper mit ihren Konkubininnen, mit denen sie da im Video abhängen, dass man das sehr gut auf die Schippe nehmen kann. Und das macht er ganz fantastisch. Ja. Also schaut euch dieses Video an. Der Lux an Wunder muss ja auch echt viel Zeit mit diesen Videos verbringen, ne? Genau das. Um überhaupt den Text zu schreiben und letztendlich man muss ja auch viel auf die Gestik achten, um irgendwie Content zu haben in seinen Texten. Er macht es perfekt nach und wirkt dabei total routiniert. Also es sieht halt auch null danach aus, dass er jetzt irgendwie jemanden darstellen will, der rappt, sondern man würde ihm diese Rapper-Rolle komplett 1:1 abnehmen. Ja. Sehr gutes Video. Der Beat gefällt mir auch so unfassbar gut und ich muss sagen, es gefällt mir besser als das Original. Bitte schaut euch Lux an Wunders, ja, würde ich sagen, Coverversion, verdrehte satirische Coverversion von Nimos Track heute mit mir an. Und jetzt machen wir ein bisschen weiter Musik. Was gibt's denn? Jetzt geht's weiter mit The Underachievers und Crescendo. Ja, die bringen, glaube ich, demnächst auch mal wieder ein Album raus. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Die Underachievers, die sind gut. Weil dann gibt's vielleicht auch bald wieder ein Album der Woche. Ja, hoffentlich. Wir werden sehen. Euch. Hier auf Boom FM, Mic Drop. Mit mir, Arvid Liedtke. Und mir, Torben Lehning. Tschüssi. Micro. Pöbeln ohne Publikum. Mit Torben und Arvid auf Boom FM. Ja, weißt du, gleich der No-Go-Zone. Und immer mehr Holland-Rap. Ich habe wirklich die ganze Sendung mit Holland-Rap bestückt. 070 Shake. Das ist wahrscheinlich der große Bruder von Join 77. Nee, ich glaube nicht. Nee, ist nicht. Okay. Gut, dann halt nicht. Die Tracklist, mein Freund, die Tracklist, darüber wollten wir noch sprechen. Die Tracklist vom Royal Bunker Album ist rausgekommen. Ja. Das große, alles zerberstende Royal Bunker Album. Du meinst natürlich den Royal Bunker. Royal Bunker. Von Sido und Savas kommt demnächst raus. Am 29.09. kommt es raus. Und jetzt ist die Tracklist veröffentlicht worden. Ich muss eine Sache kurz da vorne wegschieben. Sorry, wir haben heute wieder viel zu wenig Zeit gehabt, um all die Dinge zu besprechen, die so wichtig sind. Ja. Das Ding ist ja ein großer Radiosender der deutschen Radiowelt. Schlimmster Name überhaupt. Schlimmster Name überhaupt. Heißt übrigens genauso wie so ein gleichnamiges Liedermacherbuch, wo sich alle Leute, die irgendwie am Lagerfeuer mit einer Gitarre sitzen wollen, dann immer die Noten angucken können. Das heißt auch das Ding. Ah. Die haben jetzt gerade auch eine... Interessant. Sehr wichtig, auch mal die Side-Facts bringen. Na klar. Die haben auch die Tracklist rausgebracht und meinten so, ja, und für die Leute, die damit prahlen wollen mit ihrem Wissen, also halt wirklich so, unter dem Link News für Checker steht dann auch nochmal, Royal Bunker ist im Übrigen ein altes Label, wo die sich kennengelernt haben und das könnt ihr droppen und dann wissen die Leute Bescheid. Oh Gott. Ja, ist eine echt geheime Info. Danke, das Ding, dass ihr uns da nochmal gesagt habt, dass wusste, die beiden ich, früher... Das wusste, glaube ich, keiner. Das wussten die wenigsten, wirklich. Ja, dass die im Royal Bunker zusammen mit Taktlos und anderen Konsorten da gefreestylt haben. Ich lese jetzt einfach mal die Tracklist vor. Du sagst mir, was du von den Titelnamen hältst, okay? Ja. Also, erster Titel, hast du nicht gesehen? Nee, haben wir nicht. Nee. Oh Gott, schlechtester Witz. Nee, doch, das fand ich ganz cool. Royal Bunker kennen wir schon, der wurde schon released. War scheiße. Scheiße. Ja. Jedes Wort ist Gold wert. Ja, naja. Ich würde sagen, sie rappen so ein bisschen über ihre neue Karriere als Agenturensöhne, so dass sie da jetzt halt, also weil sie wissen, dass ihre Worte so viel Gewicht haben. Ja, dass sie die jetzt halt einfach einzeln verkaufen können. Unterschied. Ja, da, was auch Wenn ich oben bin.
Ja, also das ist, ich würde sagen, wenn ich oben bin und der darauf folgende Song Hall of Fame, ist eigentlich genau der gleiche Inhalt und deshalb ist es einfach nur Teil 1 und Teil 2. Ja. Das ist wie Techno-Hurensohn 1 und 2 bei HIZ, nur die beiden. Also letztendlich, die sind ja in der Hall of Fame, kann man so sagen, aber also ich wundert mich, dass auf dieser Tracklist nicht noch irgendwie einen Track Hip-Hop heißt oder so. Alter, sowas regt mich richtig auf, diese ganzen Standardfloskeln. Es ist wirklich grauenvoll. Man hat wirklich Freund, das Feind, keine Probleme, neue Welt. Das ist Toto oder was? Es ist ganz, ganz grauenvoll, wirklich. Und vor allem, es klingt halt auch einfach wirklich nur so, als ob die beiden. Es ist so ein richtiges Altherrenalbum. Man versucht sich, also jedenfalls, wenn man jetzt nur von den Tracknamen spricht, aber da sieht man, dass die beiden sich halt einfach überhaupt nichts Neues vorgenommen haben, sondern das Einzige, was auf diesem Album passiert, ist, dass die beiden sich für ihre Vergangenheit abfeiern und so ein bisschen darüber rappen, dass sie jetzt beide Väter geworden sind. Ja, und wahrscheinlich voll reich sind. Und wahrscheinlich voll reich sind. Naja, genau. Aber es bleibt abzuwarten. Der letzte Track heißt Leben geben von zwei Vätern. Ja, ich meine, ist wirklich, also wenn man sich anguckt, dass Sido Tracks gemacht hat wie Astronaut oder Liebe. Ja, ich bin gespannt, was da letztendlich bei rumkommt, weil auf Albumlänge, wir werden es dann ja irgendwann hören. Und ich habe vorhin noch ein Teasing gemacht und habe gesagt, Jizzes wird ein Feature haben. Und zwar auf diesem Album. Und ich bin mir sehr sicher, das Feature ist noch nicht angekündigt. Ja. Aber Haie, Entschuldigung. Also, der ist auf jeden Fall Feature-Gast auf dem Track. Naja, auf dem Track ist Nico Santos gefeatured, ansonsten Materia auf Normale Leute und Lackmann, Neue Welt. Also, Lackmann ist halt super, freue ich mich, dass der mit dabei ist. Das alte Hook-Luder. Ja, wir werden sehen. In einem knappen Monat kommt's raus. Und das war unsere Sendung Mic Drop, Folge 25 mit Torben und Arvid bei Boom FM. Das war die trendy Apple-Sub-Folge. Die ihr euch wahrscheinlich verstörenderweise auf YouTube anhören könnt. Viel Spaß dabei, wir werden es auch tun und wir sehen uns in zwei Wochen, hören uns in zwei Wochen und schreiben uns in zwei Wochen wieder. Genau, und wir verabschieden uns mit meinem persönlichen Highlight vom Apple-Sub-Festival, nämlich Egyptian Lover. Wer ihn nicht kennt, bitte auschecken, eine absolute 80s-Legende. Hier ist sein bekanntester Track, Egypt, Egypt.